Land, du blöde Karre. Jetzt soll ich Welle inni fahre. Doch immer wenn der Arge wird, lauft der blöde Bock halt nicht. Doch zuerst mal ein Arbeit miteinander. Ich gebe jetzt nur jedem Tand. Bei so viel Leuten geht's auch mal so. Alle zusammen, Honaro! Als junge Bub, da hat man schwer. So kam ich letztes Jahr daher. Doch mittlerweile, schaut mich an, wurde aus dem Bub ein junger Mann. Groß gewachsen von Gestalt. Tja, wenn's läuft, dann läuft es halt. So stehe ich hier, lässig und cool, als Biker mit meinem Feuerstuhl. Es ist noch kein Harley, das war's ja auch, doch für den Anfang tut's das auch. Und gerade bei den Mädle, so ist mein Empfinden, kann ich da mit brutal Eindruck schinden. Vorfahre, zwinkre, schon ist sie gekauft. Voraussetzt halt, die Kiste läuft. Doch tritt dich an und sie erwacht zum Leben. Dann bin ich fast nicht mehr zu heben. Dann schieß ich über den Asphalt. Denn wenn es läuft, denn zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen, da halte ich neben einem Wagen. Ein Porsche war es ganz genau. Am Steuer eine Wahnsinnsfrau. Ich starr das heiße Geschoss so an. Hey Leute, ich bin ja auch nur ein Ma. Sie dreht den Kopf, schaut zu mir rauf, macht langsam die Fahrertüre auf. Dann haucht sie raus aus ihrem Wagen. Na Kleiner, willst du mir was sagen? Das hat schon fast erotisch tönt und das bin ich halt nur so gewöhnt. Ich hab's nach Luft und krieg geschwind, ein leuchtend feuerrote Grind. Mein Herz schickt schnell und mit Gewalt. Hey, wenn es läuft, denn... Doch ziemlich schnell kam dann zum Glück meine Kontenance zurück. Ich schaue sie an und sage ihr dann, wie es nur ein Mann tun kann. Heiße Formen wirklich nett, doch ihr Fahrwerk finde ich fett. Da macht sie puh, dann haut die Kur, Fahrertüre wieder zu. Ich frag mich noch, wer hat denn die? Ihr habt den Porsche gemacht, Itzi. Da gibt's eine Vollgasunfahrt A und ich bleib einfach neben dran. 30, 40, 50 Sache, ich dichte neben als am Lache. Denn ist mein Mofa noch so alt, wenn es läuft, denn... Nach dem Ortsschild gibt's ihr Gas, bei Tempo 100 war's ein Spaß. Guck ihr all, noch frisch und frei, vom Mofa aus zum Fenster nei. Mit 150 geht es dann, Seite an Seite auf der Autobahn. Sie beschleunigt volles Rohr, ich beug mich langsam etwas vor. Und so schießt mir mit Hand mit 250 übers Land. Der Porsche rennt so schneller ka, ich mit meinem Mofa neben dran. Irgendwann biegen mir zwei im Parallelflug in den Parkplatz ein. Die Frau stellt ihren Karre ab, laut sprachlos Seitenscheiben ab. Dann fragt sie sichtlich irritiert, wer hat dein Mofa so frisiert? Nichts frisiert, schrei ich zu ihr. Mein Kittel glänzt in ihrer Tür. Au, das war ja gar nicht recht. Die wurde knallrot, mein lieber Specht. Sie schießt wie ein geölter Blitz raus aus ihrem Fahrersitz. Dann öffnet sie, ole ole, ihr Designer-Portemonnaie. Sie nimmt einen 100er, zack, zack, und steckt ihn mir in den Kittelsack. Sie sagt, hey Bu, die ganze Geschichte verzählst du daheim, du besser nicht. Dann drückt sie mich der Mutter gleich tief in ihren Brustbereich. Welch ein Gefühl und welch ein Duft. Ich krieg nur etwas wenig Luft. Doch ich denk, bei dem Gehalt, wenn's läuft, denn... Doch nicht, dass jetzt es wäre blöd, ein falsches Bild von mir entsteht.
und jemand denkt, mir wäre lieber statt junge Mädchen alte Autos. Nein, nein, ich schätze durchaus die Rasse der Damen meiner Altersklasse. Und drum schaffet sich mir zwei uns langsam in das Thema ein. Doch Mädle, muss ich gestehen, sind gar nicht so leicht zu verstehen. Drum lauft im Mädlen, in meinem Fall, halt doch nicht ganz so optimal. Ich frag mich stets, wie stellt man's a? Wie spricht man richtig Mädle a? Ich hab das Gefühl, dass man ihr Leid als Ma grundsätzlich das Falsche seid. Zum Beispiel sag ich neulich mal zu einer Schnecke meiner Wahl: Baby, hey, ich find dich heiß, ich lad dich ein heute auf ein Eis. Vergiss es, Eis, das schmeckt mir nicht. Ins Kino wär ich vielleicht mit. Okay, denk ich, ich war nur nett, doch wer will, der hat schon Kett. Bei der nächsten stell ich's dann, in dem Fall einfach anders an. Ich sag zum nächsten Mädelein: Ich lad dich heute ins Kino ein. Kino ist der letzte Scheiß, ich hätt viel lieber Bock auf Eis. Zweimal abgeblitzt, eiskalt. Mann, wenn es läuft, denn doch es hilft ja nicht zu klagen, ich muss den Fachmann fragen. Ein Kumpel von mir hat schon mal Glück gehabt bei der Damenwahl. Drum frage ich ihn um seinen Rat, wie er das eingefädelt hat. Er sagt, ganz einfach, gib der Maus bei Meckes einen Burger aus. Super, denk ich, und start gleich Anmachaktion Nummer 3. Blöd nur, dass in meiner Stadt es kein Burgerlader hat. Doch egal, ich greif an mit leicht modifiziertem Plan. Hallo Hase, ruf ich frei zu der Kandidatin Nummer 3. Ich bin total in dich versessen, willst du mit mir ein Fleischkäse essen? Schmied dir dein Fleischkäse sonst wo hin. Ich bin Vegetarierin. Ah, die weiß gar wie gut so ein Fleischkäse schmecken tut. Gut, esse ich ihn alleine halt, wenn es läuft, denn Tipp vom Kumpel, Satz mit X, Fleischkäse esse, war wohl nix. Hey, ich hätte echt nicht gedacht, dass Flotte so eine Arbeit macht. Doch es hilft ja nicht zu klagen, ich muss den besseren Fachmann fragen. Am besten wäre so meine Idee, ich frage einen alten Routinier. Doch wo kriege ich bitte sehr so ein alter Simpel her? Vielleicht frage ich den Vater mal. Denn alt ist der auf jeden Fall. Und so hau ich mein Papa a, sagt, wie spricht man richtig Mädle a? Der Papa sagt, au, das ist schwer, das ist bei mir schon länger her. Doch früher gab's einen alten Trick, der Mann von Welt sagt's mit Musik. Hol ganz tief aus der Schmalschublade ne Udo Lindenberg-Ballade. Die singst du, Mädle, glaube mir, und schon liegt sie zu Füßen dir. Ich denk, okay, frisch auf ans Werk. Wer ist Udo Lindenberg? Ich check auf Wikipedia, was ist der Udo für ein Ma? Und ich muss sagen, der Alt hat schon recht, der Lindenberg ist gar so schlecht. Frage an die vordere Reihe, könnt mir unten einen Hut ausleihen? Wer ja damit? Und jetzt wäre es noch furchtbar nett, wenn er eine dunkle Brille hätte. Zufällig. Ja, seid ihr bereit, Konstanz? Keine Panik, hier ist Udo. Ja. Entschuldigen Sie, ich gehe heute Abend auf die Fasnacht.
doch ich geh nicht gern allein. Drum, Baby, lade ich dich ein. Yeah, geil! Hey, brutal, das funktioniert. Die Udo-Nummer läuft wie geschmiert. Cool, wie das der Frau gefällt. Wenn es läuft, denn... In dem Fall muss ich jetzt verschwinden. Ich muss ein Fasnachtschätzle finden. Da sing ein Lied ich oder so. Und euch sag ich Honaro. Letztes Jahr war er noch ein wirklich junger Bube, jetzt ist er schon fast ein junger Mann. Janis Zimmermann aus Stockach, 15 Jahre alt. Ich glaube, das läuft jetzt auch, gell? Und weißt, was auch läuft? Drei kräftige Honaro, Honaro, Honaro. Dein Aufmarsch.